Ich bin mit der Straßenbahn hierher gekommen, um mich noch ein bisschen zu beruhigen. Das hat dann nicht so ganz geklappt, weil dann geschah etwas, was alle Fahrgäste und auch mich in den Bann zog. Es stiegen zwei Frauen ein, die nebeneinander Platz nahmen, und die eine schien wahnsinnig aufgebracht. Sie schimpfte sehr laut über ihren Partner, ihren Langjährigen, wie wir dann alle erfahren durften, und berichtete, dass er nicht aufgeräumt hat, dass er Termine verschwitzt und das Allerschlimmste, dass er auf Nachrichten, wo sie gesehen hat, dass er das schon gelesen hat, nicht reagiert. Die Freundin nahm sie in den Arm und versuchte sie zu trösten, allerdings hat sie das Ganze auch durch heftiges Nicken begleitet. Vermutlich kennt sie den Partner. Ja, wir haben alle zugehört, ich auch, und Sie können sich diese Situation wahrscheinlich nicht nur vorstellen, sondern waren selber schon Adresse von Ärger, Wut und Traurigkeit. Und dann versucht man sich empathisch zu verhalten. Empathie kommt aus dem Griechischen. Empatheia heißt so viel wie hinein in das Gefühl, in das Mitfühlen. Ich habe diesen Begriff, der heute schon längst im Sprachgebrauch von jedermann vorhanden ist, im Psychologiestudium auswendig gelernt, als es das Thema in der klinischen Psychologie gab, als einen der Grundbausteine von Psychotherapie, von Therapeutenverhalten in der Psychotherapie. Empathie, Wertschätzung und Echtheit sind wichtige Bausteine, meinte Carl Rogers in den 80er Jahren. Und er hat damit bis heute recht. Und bis heute hat sich ja auch in die moderne Medizin sozusagen eingebracht, dass diese Bausteine auch für den Nicht-Psychotherapeuten, sondern für den normalen Arzt, für Pflegepersonal, für Physiotherapeuten, für alle, die mit Kranken konfrontiert werden, wichtig ist. Im klinischen Alltag spielt das eine große Rolle, mit den Patienten entsprechend zu kommunizieren. Und in diesen Trainings, die ich durchführe mit Ärzten und Schwestern, ist es eine wichtige Aufgabe, die Fähigkeit zu vermitteln, den anderen in seinen Empfindungen zu verstehen, diese Erschütterung aufzugreifen, auch zurückzukommunizieren und ihm auch zu helfen, entsprechend zu kommunizieren mit denen, die ihm hilfreich zur Seite stehen können. Insofern, und das mache ich jedes Jahr, dachte ich, das Thema Empathie ist in einer gewissen Weise auserzählt. Dann stieß ich auf ein Buch. Das hat mein amerikanischer Berufskollege Paul Bloom geschrieben und, wie Sie sehen, hat es schon einen entsprechenden Titel, so dass man sich das dann auch kauft. Und ich habe es gelesen und mich hat viel darin angerührt und die Grundsachen, die er beschreibt, gehen davon aus, dass in diesem Begriff auch eine Gefahr innewohnt. Wir alle haben einen empathischen Reflex und der verführt uns in eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Diese empathische Einfühlung motiviert uns, Leuten besonders zu helfen, denen wir uns nahe fühlen, dessen Erlebnisse uns vertraut vorkommen oder die wir uns vorstellen können, die beispielsweise auch unsere eigenen Ängste berühren. Bleibt der Betroffene abstrakter? Wird die Empathie geringer, wird er konkreter, dann wird sie höher. Paul Bloom meint, dass das eine Gefahr ist, in der Fürsorge mit dem Patienten dann vielleicht ungerechter zu reagieren. Er spricht sogar davon, dass es auch Rachsucht oder Feindseligkeit, auch Fanatismus zur Folge haben kann. Ungerecht, ungerechtes Verhalten in der Gesundheitsversorgung, wäre das ja ganz fatal. Ich hatte momentan in meiner Sprechstunde zwei Patienten zu begegnen. Der eine Patient hat einen Kopf-Hals-Tumor, der vermutlich mit seiner Lebensweise zusammenhängt. Viel Alkohol, viele Zigaretten, wenig Gesundheitsverhalten, wenig Selbstfürsorge.
Er steht vor der Aufgabe, sich einer anstrengenden Strahlentherapie zu stellen und hat signalisiert, dass er eigentlich nicht will. Ich bin dahin gegangen und er war auch mir gegenüber sehr abweisend und aggressiv. Und ich habe seine Angst in seinen Augen aber sehen können. Nach diesem Patienten bin ich in die Frauenklinik gegangen. Dort gibt es eine Patientin, die ich vor Jahren begleitet habe in der Tumortherapie, die alles gut überstanden hat und die jetzt ein Kind erwartet. Aufgrund der damaligen operativen Eingriffe ist sie eine Risikoschwangere und muss im Krankenhaus liegen. Die Begegnung war ganz anders. Sie war herzlich und offen. Ich habe mich total gefreut, sie wiederzusehen und sie sich auch. Auch die Patientin hat Angst, die ich gemerkt habe. Sie hat natürlich Angst, dass die Wochen, die vor ihr liegen, schwierig werden könnten. Ja, wenn ich meinem Bauchgefühl nachgeben würde, würde ich sagen, mein Terminplan ist so eng, ich gehe 5-mal in der Woche zu der jungen Frau und für den Patienten in der Strahlentherapie habe ich keine Zeit. Das wäre das eklatante Versagen sozusagen meiner Profession und es wäre ausschließlich mein ungeschultes Bauchgefühl. Paul Blum sagt deshalb, man muss diese Begriffe schärfen. Man muss rauskriegen, wann Empathie einen blendet und man braucht Mitgefühl, gerade dann, wenn es um moralische Entscheidungen geht. Er unterteilt eben Mitleid als das, wenn man mit dem anderen mitleidet. Und das Wort Mitgefühl, Compassion in seiner Sprache, als das, die Kopplung von Mitgefühl und dem Bedürfnis zu helfen. Ich kümmere mich um dich, ich sorge für dich. Wie reagiert man da drauf? In einer gewissen Weise ist das manchmal ein Automatismus. Ich habe eine kleine Enkeltochter, die mit knapp 11 Monaten die Welt entdeckt und sich da und dort stößt und wenn das passiert ist, lautstark darauf aufmerksam macht. Ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, mich daneben zu setzen und mitzuschreien, sondern ich hebe sie auf, ich puste, ich tröste. Es gibt scheinbar diese Grundanlage in uns, wann man richtig reagiert. Neben Herrn Blum gibt es auch in Deutschland eine Forscherin, die heißt Tanja Singer, die aus neurowissenschaftlicher Perspektive am Max-Planck-Institut in Leipzig das Thema emotionale Ansteckung verfolgt. Und sie hat herausgefunden, mittels MRT, dass wenn wir mit anderen mitleiden, die gleichen Hirngebiete aktiviert werden, die aktiviert werden, wenn wir selber Schmerz empfinden. Sie geht sogar noch ein Stück weiter, indem sie auch herausgefunden hat, dass es, wenn wir in fürsorglichem Mitgefühl sind, andere im gleichen großen Netzwerk befindliche Teile im Gehirn aktiviert werden. Momentan erforscht sie, ob es Sinn macht, diese Erkenntnisse in Trainings zu verpacken und beispielsweise durch Achtsamkeitsübungen oder Ähnliches den Helfer, der in einem helfenden Beruf arbeitet, auszurüsten mit der Fähigkeit, das auch zu steuern. Das bleibt also spannend. Auch sie teilt also die Empathie in diese zwei Begrifflichkeiten mit Leid und Mitgefühl. Es scheint sich also durchzusetzen, dass man diese Nuance verfolgt und dass man den Empathiebegriff etwas kritischer sieht. Was bedeutet das für mich, dachte ich beim Lesen, für meine Arbeit? Denke ich an den Kettenraucher, dann werde ich ihn kontaktieren und er wird mir eine Bilanz seines Lebens präsentieren, die es schaffen wird, dass ich Mitgefühl empfinde, weil da gibt es sicherlich viele traurige Erlebnisse oder Wendungen, die ihm zu dem gemacht haben, was er jetzt ist.
Und meine Aufgabe wird es sein, ihn durch diese Strahlentherapie zu coachen, wenn er sich dafür entscheidet. Muss ich denn bei der jungen Frau etwas beachten? Wenn ich ehrlich bin, empfinde ich nahezu mütterliche Gefühle für sie. Ich muss also aufpassen, dass mich mein Bauchgefühl der Empathie nicht wegschwemmt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in Mitleid abrutsche. Ich muss realisieren, dass sie ein funktionierendes soziales Netz hat, viele Freunde, die sie begleiten, die ihr versuchen, diesen Aufenthalt im Krankenhaus so leicht wie möglich zu machen. Und ich bin nur ein Baustein. Ich bin dann dafür da, wenn ihre Angst sich Bahn bricht, dann bin ich da, mit ihr zu gucken, wie man dieser Angst begegnet. Wichtig ist also, dass man weiß, dass es diese Unterschiedlichkeiten gibt, dass Mitleid nicht Mitfühlen ist, dass Mitfühlen besser ist als Mitleid. Und wenn ihr in helfenden Berufen arbeitet, dann seid euch das bewusst, dass es so ist. Was gilt aber für die Privatheit? Da kann Empathie gut tun. Es kann ein gutes Gefühl machen und man sollte es nicht abstellen. Gehe ich aber zurück zu meinem Straßenbahnbeispiel, dann hoffe ich, dass es irgendwann außerhalb der Straßenbahn den Moment gibt, wo die Freundin signalisiert, das, was du erzählst, habe ich schon ganz oft gehört. Wenn du was ändern möchtest, dann musst du mit deinem Partner sprechen.